Lauf, Forest, lauf! Kinners, was geht bei euch ab, ihr Clash of Clansüchtigen? Endlich ist es wieder soweit, ich konnte etwas Zeit freischaufeln und mich hier wieder etwas um Cock widmen. Um meinen Cock widmen. Ein neuer Clankrieg ist angesagt, aber zuerst muss ich meine Resis kurz mitnehmen hier. Oh, es ist so delicious und wieder so laut, krass. Zum Clankrieg kommen gleich die wichtigen Infos. Ich habe generell mal noch eine Frage an euch, und zwar kann man... Ich werde währenddessen einfach mal irgendwie angreifen. Kann man die, Ich fange anders an. Ich habe mir überlegt, eure Kämpfe zu zeigen. Also vielleicht meinetwegen jetzt drei ausgesuchte eben fortzuführen. Ja, drei sollten doch passen. Die ich mir eben hole und durch die ich dann so ein bisschen durch... Die ich eben kommentiere und so ein bisschen durchseppe. Ihr wisst schon, eben wie ich so mit meinem Kram auch mache. Oh mein Gott! Kann ich diese Sachen von euch im Nachhinein noch haben? Also die postet ihr in den Chat, ne? Wenn ich jetzt nicht am Kriegstag gleich Zeit habe, um das abzufilmen, kann man das dann... kann ich mir das dann irgendwann noch holen, solange es noch im Chat steht? Oder muss ich das am Kriegestag machen? Oder wie wisst ihr, wie das funktioniert? Also... dann kann man sich so ein Replay angucken. Das wäre echt eine edle Geschichte, wenn ihr mir das sagen könntet. Was mache ich hier überhaupt? Ich bin gerade völlig perplex. Ich habe mir vor kurzem die Drachen freigeschaltet und kann mit denen noch gar nicht spielen. Ich mache einfach so Haut-drauf-Taktik. Alter Verwalter, hat der viel Ressourcen rumliegen. Alles klar. Wir gucken einfach mal, ob das hier klar geht. Pass mal auf. So. Eben mal meine ganzen Mognos da reingesetzt. Ja, zack. Und dann so. Vielleicht brauche ich die Drachen gar nicht. Sieht nämlich ganz gut aus. Könnte sein, dass ich Drachen nicht brauche. Ja, aber die sind so schweineteuer, wisch. Das ist halt immer so ein Hickhack, die dann zu spawnen. Gut, die schießen sehr gut. Dann machen wir das jetzt so. Hoppala. Und dann passt es. Brauchen wir die Drachen gar nicht. Herrlich. Ah, obwohl, die Bogenfräuleins, die könnten natürlich noch ein bisschen Ärger machen, ne? Jetzt gehen halt erstmal alle nach da oben. Aber ich denke, das passt. Ja, kann man sich solche Wiederholungen später angucken. Weil ich mir... So kann ich da wieder ein bisschen mehr auf euch eingehen, ne, wenn ich eure Videos zeige, da das, also es wurde mir halt auch so vorgeschlagen und da freut ihr euch sicherlich auch, wenn dann euer Kampf zu sehen ist. Ich suche mir natürlich per Zufall drei raus und die, wenn dann drei dran waren, sind auch erstmal nicht dran, dass halt einfach mal dann jeder dran ist, der seinen Kampf eben mit einsendet. Und ja, zum Clankrieg soweit, bitte hier unten drunter schreiben, ich bin cool. Nicht du bist cool oder irgendwie so, sondern schreibt einfach unten drunter, ich bin cool und dann meinetwegen den Kommentar, den ihr haben wollt, bla 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 bla. Wie hart das heute auf der Toilette war oder wie auch immer, irgendwas halt. Und dann erkenne ich sofort, ich bin cool, die Leute machen alle mit. Und dann werdet ihr eingetragen und dann wird der War stattfinden. Und dann hoffe ich, dass wir das irgendwie so deichseln können, dass ich von euch dann die Sachen zugeschickt bekomme. Die Kämpfe. Wäre echt eine edle Geschichte. Wäre eine richtig edle Geschichte. Auf, Leute, das wird doch jetzt nicht wieder so ein Zeitding, ne? Ihr geht schön da hoch, genau. Dann geht ihr nochmal, oh scheiße, überall stehen diese Behinderten. Ach, dann werden es halt keine 100%. Scheiß doch der Hund drauf. Ich habe meine 2 Millionen Bums erreicht, meine 2 Millionen Schlapper. Ich will nämlich unbedingt ganz arg Feste zwingen. Dingens haben. Diese schwarze Suppe hier auf Level 3 oder was es ist. Leute, das wird doch wieder hier nichts. Guck mal, ihr braucht viel zu lange, um da hochzulaufen. Lauft! Lauf, Forest! Lauf! Jetzt kann ich das Ding endlich aufleveln. Batsch! Sehr, sehr schön. Ich wollte noch was mit den 2 Millionen Gold machen, aber ich weiß nicht mehr, was es war. War es vielleicht, das? Ah! Ah! Ha! Also wirklich sehr knapp. Aber ich will das Rathaus natürlich nicht pushen. Ich weiß, wie alle wieder schreien. Scheißt euch nicht. Oh, sehr gut. So. Und da haben wir doch noch irgendwas gehabt, was ich aufleveln wollte. Ah ja, Monsieur Pimmelnase hier oben. Ah nee, doch nicht. Der ist schon auf Level. Ach so, den kann ich doch immer machen, ne? Ach komm, wie knapp ist denn das schon wieder hier? 2000 Gold? Wollt ihr mich verarschen? So lange warten wir jetzt, Kinder. So, jetzt haben wir es aber, oder, Leute? Aha. Ja, ja, ja. Und da bauen wir noch schön unser Türmchen hier auf. Richtig edel. Geil. So muss das sein. Mal eben 4 Millionen Ressourcen verballert. Und wisst ihr, was ich als nächstes plan? Wisst ihr, was ich als nächstes plan? Ich möchte gerne. Ich bin hier im falschen Ding. Ich möchte gerne. Pff, wo ist denn der? Oh, das muss ich auch noch bauen. Wo ist denn der? Ihr wisst schon, König... Rosenschiss. Ah, da ist er ja. Für 10.000. Wenn ich den Hund nicht mehr gerade mal. Ich habe noch gar nicht genug Geld, weil ich kann das doch gar nicht bauen. Wie kommst du da drauf, Spiel, dass ich das machen kann? Nein, natürlich nicht. Ich habe noch eine wichtige Frage, bevor wir hier ausmachen. Ist diese fünfte Bauhütte wirklich so wichtig? Ich habe jetzt 4 und mir kommt so voll, als würden 4 wirklich komplett ausreichen. Und ich bin jetzt schon fast wieder bei 1000 Gems oder Gems, wie die heißen. Und überlege echt, ob ich die nicht jetzt doch mal für sowas ausgebe. Also für irgendwas. Fünfte Bauhütte auf jeden Fall noch anpeilen oder eher nicht? Also ich hoffe, dass es funktioniert, dass ich dann eure Videos zeigen kann, also eure Ausschnitte. Wie gesagt, von 3 Leuten werde ich es rausziehen und in das
das nächste Video dann mit einbauen. Nun ja, soweit, so gut zu Clash of Clans. Es freut mich, dass ihr immer noch alle schön mit am Start seid. Ach, guck mal, das kann man auch noch aufleveln. Ach Mensch, ey. Und das Ding da? Nee, doch, kann man auch noch machen. Yeah. Soweit, so gut, ja. Gebt auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben, denn den rammen wir den Gegnern das nächste Mal in den Hintern rein. Jetzt hier bei unserem nächsten Clan. Ich sag's mal so, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.